Hallo ihr Lieben, jetzt muss ich euch wirklich mal etwas fragen und das ist auch eine kritische Frage. Wir bieten ja über Startnext Tickets an für unseren nächsten Film, The Story of a New World. Alles stimmt. Ich glaube auch unsere Unterlagen oder auch die Idee oder so etwas. Tickets, die man für 20 Euro kaufen kann, mit denen man vier weitere Tickets in Ländern des globalen Südens auslöst, die wir uns verpflichten, auch umzusetzen mit in mehr als 50 Ländern, also Menschen mit diesem Film und mit dieser Kampagne in Kontakt zu bringen. Und ich bin überzeugt davon, das ist eine irrsinnig gute Idee. Und es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht die Umsetzung. Fällt es tatsächlich so schwer, also mal ein Ticket für 20 Euro zu kaufen? Wir haben das extra über Startnext gemacht, weil wir ja sonst die Finanzierung immer über größere Bausteine machen. Aber das kann doch nicht so schwierig sein. Das kann mir keiner erzählen. Und immer wieder wird von Corona erzählt. Corona, Depression und so weiter. Wir haben es gerade extra jetzt gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen einen Ausweg bieten. Wir wollen eine optimistische Vision. Die Story of a New World, die wollen wir zeigen. Und die werden wir in diesem Film zeigen. Die werden wir in diesem Film zeigen. Glaubt's mir. Also, was hindert euch daran, muss ich wirklich sagen, jetzt auf den Knopf zu drücken und für 20 Euro ein Ticket zu kaufen oder jetzt für die Familie noch, dann sind das irgendwie 5 Stück, dann sind es 100 Euro und damit 400 Euro, 400 Tickets in anderen Ländern auszulösen. Das müsst ihr mir mal sagen. Wir überlegen, das Ziel herabzusetzen, aber darüber kann ich euch ein andermal sprechen, aber ich verstehe es nicht. Bitte, bitte, ruft mich an oder erzählt mir, wieso es nicht möglich ist, ein Ticket für diese Kampagne zu kaufen. Ehrlich jetzt.